So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir machen heute das Remake von meinem Schlafsackwissen. Ich hatte mal vor langer Zeit mein Wissen zu Schlafsäcken zusammengefasst. Das ist update-bedürftig, weil es entspricht nicht mehr dem, was ich dazu heute zu sagen hätte. Da hat sich ein bisschen was getan, da hat sich ein bisschen was verändert. Und drum jetzt in der Theorie Generelles zu Schlafsäcken und so ein bisschen, wie funktionieren die, was muss man da beachten, warum sind Schlafsäcke teilweise sehr kontrovers. Ich habe hier das kontroverseste Beispiel, das es auf dem Schlafsackmarkt so gibt. Das ist der Defense 4 von Carinthia. Wir haben mit diesem kleinen winzigen Kopflöchlein ein militärischer Schlafsack, der in der Bushcraft- und Waldmenschenszene schon eine ziemliche Beliebtheit erlangt hat. Den haben viele Leute. Andererseits ist er sehr verhasst bei vielen anderen Leuten, die der Meinung sind, der sei, naja, vielleicht nicht unbedingt scheiße, aber in keinem Fall so gut, wie eben dann wieder andere Leute davon behaupten. Wie sowas zustande kommt, wird auch noch ein bisschen Thema des Ganzen sein. Aber jetzt lasst mich mal Folgendes erzählen. Ein Schlafsack. Warum ist denn der warm? Der ist nicht warm, weil er per se warm ist, sondern weil er möglichst gut ein Luftpaket, ein warmes Luftpaket, das von unserer Körperwärme aufgewärmt wird, bei uns am Körper hält. Und dieses warme Luftpaket, das wir mit der eigenen Körpertemperatur aufgewärmt haben, soll durch den Schlafsack, durch das Material nach Möglichkeit nicht nach außen kommen. Es soll durch das Schlafsackmaterial keine kalte Luft von außen nach innen kommen. Und die warme Luft, die wir innen drin haben, soll uns auch nicht unbedingt hier am Hals verloren gehen. Oder wenn das Ding, was weiß ich, wie offen ist, dann zieht sie oben ja raus, wenn wir unten fleißig neue warme Luft nachproduzieren. Gleichzeitig ist ein Schlafsack im Regelfall eine blöde Idee, wenn der einfach wasserdicht ist. Man könnte ja sagen, ich wickle mich in eine Einschweißfolie, die übrigen Plastik-Frischhaltefolie, irgendwie sowas. Dann geht das Luftpaket, das sich an meinem Körper befindet, auch nicht nach außen und bleibt immer bei meinem Körper. Aber die Außentemperatur hat durch diese super dünne Schicht einen zu hohen Einfluss auf die Temperatur der Luftschicht, die sich am Körper befindet. Ja, wir heizen die zwar auf, aber gleichzeitig kann die der gesamten Macht der Außentemperaturen, jetzt gehen wir mal davon aus, die wären 0 Grad, kann die auch wieder runtergekühlt werden. Das heißt, wir heizen, draußen kühlt es. Beides wirkt gegeneinander. Im Endeffekt ist uns mit Plastikfolie ein bisschen wärmer als ohne, aber so richtig warm wird das nicht werden, denn das klappt halt dann doch nicht ganz, gegen die Außentemperatur anzuheizen. Und drum hat ein Schlafsack eben jetzt die Funktion, wie schon gesagt, unser warmes Luftpaket innen zu halten und die Außentemperatur von unserem warmen Luftpaket fernzuhalten. Dadurch muss ein Schlafsack möglichst gut isolieren. Aber, das ist jetzt der springende Punkt, wir isoliert, dafür gibt es zwei wesentliche Methoden und die machen sich zwei verschiedene Typen von Schlafsack quasi zunutze, um eine möglichst wirkungsvolle Isolation hervorzubringen. Ja. Da gibt es einmal den Kunstfaser-Schlafsack und es gibt den Daunenschlafsack. Ja. Und das sind wirklich schon ein bisschen zwei Paar Schuhe, weil sie ein anderes Isolationssystem auch verwenden. Nicht nur ein anderes Material, sondern auch ein anderes System. So, warum? Wichtig. Warum ist jetzt meine Fließjacke hier, die ist nichts Besonderes, aber warum ist die warm? Naja, die ist warm, weil sie aus einem dichten Kunststoffgewebe in flauschiger Optik besteht und die Luft, die ich hier drinnen aufheize, dringt nicht ganz nach außen, weil da als Barriere eben dieses flauschige Material ist. Das fühlt sich einerseits gut an und zweitens durch die Flauschigkeit kann sich im Material selber die Luft ganz gut fangen. Ja, das ist dann eine Art Luftschwamm, wenn man so möchte, und wird da festgehalten. Und solange jetzt hier nicht der Wind durchpfeift, Vlies ist nicht winddicht, ja, also wenn der Wind durchpfeift, dann wird das warme Luftpaket im Inneren recht schnell auf der anderen Seite rausgetragen, weil der Wind da einfach durchgeht. Wenn aber kein Wind geht, dann hält sich die warme Luft ganz gut in den Fasern vom Vlies und bleibt daher körpernah, da wo ich sie haben möchte, da wo es mir gut tut, wenn ich warme Luft um mich rum habe. Ja? Das funktioniert, weil ein Vlies eine gewisse Dichte hat und eine gewisse Dicke.
je dichter und je dicker, und das gilt auch für einen Wollpulli oder eine Wolldecke oder Baumwolle, ist ganz egal, je dichter und je dicker, desto wärmer. Ja, das ist also das Prinzip von Kleidung, in den meisten Fällen, es sei denn, es ist Daunenkleidung, und Kunstfaser und oder Wollschlafsäcken, der Vollständigkeit halber. Schlafsackmaterialien, die nicht Daune sind, was gibt es denn da noch? Da gibt es im Wesentlichen Wolle, ja, und Kunstfaser. Das sind so die beiden anderen Sachen, die marktrelevant sind, sage ich mal. Vielleicht hat noch irgendjemand was Drittes erfunden, was Viertes erfunden, aber das ist nicht wirklich marktrelevant. So, Wolle funktioniert so wie ein Wollpullover. Ein Wollschlafsack ist im Prinzip ein Wollpullover zum Anziehen. Warum ist der warm? Weil ein Wollpulli auch warm ist. Das ist das gleiche Prinzip. Wir haben eine plus minus mehr oder weniger dicke Schicht aus Wollfasern, die eben zusammen ein dichtes Gewebe bilden, wo die warme Luft reingeht, meistens nicht ganz durchkommt oder zumindest deutlich langsamer sich da durchbewegt, als eben wenn wir nicht einen Wollpulli anhätten. Und damit können wir durch unsere Körperwärme innen immer genügend warme Luft nachheizen, bis die warme Luft durch den Wollpulli durchgekommen ist und damit bleibt uns letztendlich warm. Ja? Nur, dass das so grob zum Verständnis, das ist jetzt physikalisch nicht super, super physikalisch korrekt erklärt, aber das Prinzip dürfte klar sein und genauso läuft das eben ab. Und ein Kunstfaser- oder Wollschlafsack ist deswegen warm, weil der auch eben aus einer möglichst dichten, gleichzeitig so und so dicken Schicht aus Isolationsmaterial, sei es jetzt was Kunstfaserbasiertes, ähnlich wie ein Vlies zum Beispiel, oder eben Wolle, daraus besteht die Füllung von so einem Kunstfaserschlafsack. Damit ist der im Regelfall relativ dünn. Ne? So, das ist jetzt hier der doppelte Schlafsack. Wenn man ihn aufeinander legt, dann hat der hier ungefähr ja, diese Dicke. Ne? Wenn ich ihn nicht zusammendrücke, ungefähr diese Dicke. Ja, das ist nicht besonders dick. Und wenn man das jetzt 1:1 mit einem Daunenschlafsack vergleicht, der hat ne, diese Dicke. Ja, das da. Er ist natürlich viel dicker. Ginge es jetzt nur um die Dicke, und das tut es nicht, dann wäre dieser Schlafsack hier gefühlt mindestens doppelt so warm wie dieser hier. Ist de facto nicht so. Der hier ist ein bisschen wärmer, zumindest wenn ich drin liege, das kommt nämlich auch noch erschwerend dazu, als der hier. Ja? Auch wenn das ein Daunenschlafsack ist. Dafür wiegt der auch nur 40% von dem hier. Ne? Also, das hat alles so Vor- und Nachteile. So, das ist also die Isolation bei Kunstfaser, bei Nicht-Daunen-Kleidung. Alles, was warm macht, was nicht Daune ist, funktioniert so wie gerade beschrieben. Daune. Daune baut ein, dadurch, dass die so eine Bauschkraft hat, ja, dass die Daune per se eine Elastizität besitzt, die, wenn man sie zusammendrückt, sehr flach sein lässt und danach, wenn der Druck weg ist, dann macht die Daune wieder und flockt auf zu einer großen Flocke. Ja, jeder wird wissen, wie eine Daune aussieht. Also das sind wirklich so bauschige Federn. Und dieser Bauscheffekt bei gleichzeitig einer gewissen Dichte der Daunenpackung, die hier drin ist, oder es wird einem warm, wenn man zwei Schlafsäcke auf dem Schoß hat, heieiei, führt eben dazu, dass wir hier so ein Paket an Füllungen bekommen und dazwischen drin liegen jetzt in dem Fall unsere Füße. Das ist das Fußende. Also eine ganz andere Dimension. Das Füllmaterial ist viel dicker. Dafür ist es nicht so dicht wie Kunstfaser. Ja? Da man also bei Kunstfaser, um eine vernünftige Isolation zu erreichen, ein dichtes und gleichzeitig so und so dickes Material benötigt, das fest ist, das voll ist, ist das dann entsprechend auch relativ schwer im Vergleich zu Daune, die wirklich nur luftig leicht einfach ein dickeres Polster bildet, das dann nicht ganz so dicht ist wie bei Kunstfaser, nicht ganz, fast, aber gleichzeitig ungefähr doppelt so dick. Ja?
bei vergleichbarem, also oder dreimal so dick bei vergleichbarem Gewicht. Wenn man, also wenn der, das Ding wiegt 2100 Gramm, ja, wenn das Ding 2100 Gramm wiegen würde, dann wäre das bestimmt so ein Teil, ja, also rein vom Bauschvolumen her, wenn man ihn eben nicht komprimiert. Und das ist das Geheimnis von Daune, deswegen ist Daune bei gleichem Gewicht viel wärmer und ein viel besseres Isolationsmaterial, solange man sie nicht zusammendrückt, wie Kunstfaser. Der Knackpunkt ist, solange man sie nicht zusammendrückt, weil drückst du sie zusammen, dann hast du nur noch eine ganz dünne Schicht Daune, die jetzt zwar dichter ist und damit schon auch noch eine gewisse Wärmeleistung bringt, aber dieser große Vorteil, den Daune hat, diese Aufbausparkeit, diese extrem dicke der Isolationsschicht, das geht damit verloren. Deswegen wichtig, ja? Bei Daune ist es der Tod der Isolation, wenn man sie zusammendrückt. Bei Kunstfaser ist das auch nicht hilfreich, das möglichst zusammenzuquetschen, weil dann auch die Dicke verloren geht, aber die Dichte, die hier mehr eine Rolle spielt, die bleibt erhalten. Deswegen kann ein zusammengedrückter Kunstfaserschlagzeug, das ist dasselbe wie eine dicke Wolldecke, ja, die ist ja per se auch immer schon zusammengedrückt, die ist ja nie irgendwie aufgebauscht, trotzdem noch relativ warm sein. Ein Kunstfaserschlagzeug ist in der Hinsicht also vielfältiger einsetzbar. Leistung pro Gewicht, also Isolation pro Gewicht, ist bei Daune aber unschlagbar besser. Ja, das sind so die zwei Wirkmechanismen, die wir verstehen müssen, wenn wir von Schlagsäcken reden. So, den nächsten Punkt kann man auch hervorragend am Defense 4 erklären, also an diesem hier, weil der eben sehr kontrovers diskutiert wird. Warum wird der kontrovers diskutiert? Naja, erstens mal, er ist oliv, er ist militärisch, er ist damit tacti-cool. Also weil es taktisch ist, ist es cool, deshalb muss man es haben, weil es irgendwie lustig ist. Ja, das ist mitunter bei manchen Leuten garantiert ein Kaufgrund für so einen Schlafsack. Grundsätzlich darf ja jeder gerne kaufen, was er lustig ist, solange damit niemanden auf die Nerven geht. Aber vielleicht ist nicht unbedingt der springende Punkt. Warum habe ich den? Ich habe den, weil für mich diese taktische, wenn man sie so nennen will, Komponente dann interessant ist, wenn ich unter einem einfachen Dach im Wald liege, also im Tarp, und es kommt ein Tier vorbei und ich höre das und ich möchte gerne aufstehen und versuchen, ob ich das Tier nicht sehen kann. Dazu bin ich gerne aus dem Schlafsack raus und schleiche mich vielleicht auch hin und vielleicht habe ich da eine Chance. Ja, hat schon manchmal geklappt und drum bin ich froh, dass ich dann schnell aus dem Schlafsack hier rauskomme und schnell möglicherweise auch schon wirklich die Schuhe anhabe. Wenn ich explizit zur Wildbegegnung überhaupt draußen penne, dann kann man wirklich mal die Schuhe in dem Ding anlassen. Es müssen ja nicht Kampfstiefel sein, es tun ja auch einfache Sportschlappen oder sowas. Und dann kann man direkt eben, die sind da, man hat schon die Hose an, man hat vielleicht noch einen Pulli an, man kann direkt aufstehen, sich das Fernglas schnappen, sich die Taschenlampe schnappen, also je nachdem, was wie weit weg ist und wie stark die Taschenlampe ist und so weiter. Und dann kann man die Tiere eben entsprechend beobachten, da kann man reagieren. So, ja, das ist der Grund, weshalb ich diesen Schnellausstieg-Schlafsack und diesen volumigen Schlafsack, wo ich mit Ausrüstung reinpasse, ganz gerne mag. Ja, wer andere Gründe hat, okay. Aber das ist auch so, dass der Schlafsack dafür konzipiert ist. Und deswegen gibt es so widerstreitende Meinungen. Es gibt Leute, die sagen, der ist super warm. Ja, da liegen sie aber dann auch eben mit entsprechender Ausrüstung und entsprechendem Krempel drin. Und dann mal bis minus 10, minus 12, minus 13, minus 14, minus 15. Tatsächlich gibt der Hersteller aus Gründen, die kein Mensch so ganz nachvollziehen kann. Also ich weiß es auch nicht, woher das bitte kommt. Minus 15 als Komfort-Limit-Temperatur von dem Ding hier an. Ich habe noch niemanden gesehen, der das schafft. Also der bei minus 15 noch in dem Ding liegt. Egal, was er noch an Zusatzklamotten anhat. Das weiß ich nicht, wie das gehen soll. Ja. Ich selber habe mal bei circa minus 12 drin gepennt. Da habe ich angefangen, doch ordentlich an die Grenzen des Möglichen entsprechend zu kommen. Aber wichtig, ja, bevor jetzt die Kommentare losgehen, ich friere schon bei 0 Grad in dem Scheißding. Ja, das ist nämlich genau das Phänomen. Die meisten Leute, die ist vielleicht nicht zwingend alle, aber die meisten Leute, die da relativ früh drin frieren, sind von der Statur her, und das ist ja durchaus beneidenswert, eher schlanke, ranke Persönchen. Persönchen ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Also sprich, dieser doch volumige Schlafsack, der ist geräumig, den füllen die bei weitem nicht aus.
So, und das ist jetzt wichtig, weil eine wesentliche Funktionsweise eines Schlafsacks, jetzt egal ob Daune oder Kunstfaser ist, man will ja einen Raum mit warmer Luft um sich selbst erschaffen. Dafür steht einem die Körperwärme zur Verfügung. Je kleiner der Raum ist mit der warmen Luft, also so ein bisschen, so viel sollte auf jeden Fall auf allen Seiten sein, desto leichter bekommt man diesen Raum auch warm. Und wenn die Luft dann nicht entweicht, ist es egal, ob das 5 cm heiße Luft sind oder nur 1 cm heiße Luft, es ist warm. Wenn man 1 cm Luft mit seiner Körperwärme aufwärmen muss, das kriegt man ganz gut hin. Wenn man 5 oder 10 oder was weiß ich wie viele Zentimeter leeren Schlafsack, ja, der an einem runterbaumelt, weil man ihn nicht ausfüllt, mit der Körperwärme auffüllen muss, da drin die Luft heiß machen muss, dann kühlt die auch viel schneller ab, je weiter sie weg ist vom Körper, weil dann ist sie weiter weg von der Wärmequelle und sie ist weiter außen, also eher dem Einfluss der Außentemperatur ausgesetzt, auch wenn da eine isolierende Schlafsackschicht dazwischen ist. Ja? Also das spielt eine große Rolle. Wer mal in einem zu großen Schlafsack gelegen hat, ja, und der fällt links und rechts von einem, man liegt da jetzt so drin, dann plumpst hier links und rechts der Schlafsack runter und insbesondere im Hüftbereich nimmt man irgendwann mal einen Arm runter und fühlt mal möglichst weit außen im Schlafsack, wie gesagt, je nachdem wie breit der ist, da ist eine richtig kalte Stelle. Das könnt ihr mal ausprobieren, da werdet ihr, wenn ihr einen breiten Schlafsack habt, immer eine kalte Stelle finden, weil da ist der Punkt, wo das Innere von eurem Schlafsack am weitesten weg ist von eurem Körper und damit sehr schlecht aufgewärmt werden kann. Trotzdem geht da Wärmeenergie bei dem Versuch, diese Luft aufzuwärmen, verloren sozusagen und gleichzeitig kühlt die dann wieder schneller ab und muss wieder eine Wärmeenergie nachpumpen und die fehlt dann woanders. Um es mal ganz vorsichtig und lapidar zu sagen, einfach so, damit man es versteht. Soll heißen, je enger der Schlafsack, dass er wirklich schön mumienförmig um den Körper herum, ohne dass da noch irgendwelche Lappen außen runterhängen, weil das Ding zu breit ist. Ja, je enger der um einen rum mumienförmig passt, desto wärmer wird einem da drin sein, weil desto weniger Luft muss man aufwärmen und die vorhandene Luft im Schlafsack ist immer nah am Körper, immer nah an der Wärmequelle und damit auch immer warm. Ja? So, und wenn jetzt eine dünne Person sich in einen breiten Schlafsack, der ist wirklich verdammt breit für einen Mumienschlafsack, sich da reinlegt, dann ist sie zu klein oder zu schmal oder wie auch immer man das nennen möchte, um in diesem Schlafsack diese viele, viele Luft, die dann da drin zu erwärmen ist, wirklich erwärmen zu können. Drum ist dieser Schlafsack eben gedacht für Soldaten, die Ausrüstung noch am Mann haben. Damit wird der Platz da drin automatisch eng und es ist nur noch wenig Luft, die warm zu machen wäre. Oder halt eben, der durchschnittliche Soldat ist jetzt vielleicht nicht unbedingt allzu schmächtig. Das heißt, der passt vom Körperbau eher in so einen Schlafsack als jetzt irgendein... Was ja Marathonläuferfigur beispielsweise. Das ist beneidenswert und die sportliche Leistung, die dahinter steckt, ist ganz, ganz großartig. Aber so jemand wird in so einem Schlafsack, der dann nur 1,75 groß ist oder so, wird da drin frieren. Den gibt es in zwei Längen. Nichtsdestotrotz wird man da drin frieren, weil es gibt ihn nur in zwei Längen, nicht in zwei Breiten. Das ist dann auch so ein bisschen ein Problem. So, und deswegen scheiden sich so sehr die Geister, ob das ein guter Schlafsack ist oder nicht. Wenn du ihn ausfüllst, ja. Wenn du ihn nicht ausfüllst, nein. Ganz klar. Ja? Gilt aber nicht nur für dieses Ding, der halt wirklich überdurchschnittlich breit ist, sondern auch für jeden Schlafsack auf dem zivilen Markt. Wenn man da nicht reinpasst, weil zu klein, dann wird man den nicht warm bekommen. Da gibt es Möglichkeiten, ist der Schlafsack einfach nur zu lang. Dann kann man unten das Fußende abbinden. Das heißt, ihr nehmt das Fußende, macht diesen hier, bindet da noch eine Schnur drumherum und gut ist. Ja, das ist dann für kleine Personen oder wenn mal ein Kind in einem Erwachsenen-Schlafsack pennen soll, so eine Notlösung, dann ist zumindest der ganze Fußbereich, den man sonst mit heißer Luft füllen würde, die sich abkühlt, zumindest mal raus. Ja, der ist dann immer noch zu breit, ja, aber besser als vorher. Oder man stülpt sich wirklich die Seiten vom Schlafsack, die jetzt neben einem nutzlos auf dem Boden
hängen. Die stülpt man sich noch drunter und versucht drauf zu liegen, um eben auch dadurch das Volumen runter zu bekommen, um ein bisschen wärmer schlafen zu können. Habe ich auch schon gemacht. Selbst mir ist der auch, wenn ich nicht dann mit was weiß ich was drin liege, ist mir der auch ein bisschen zu groß. Und dann gibt es eben doch auch diese kalten Stellen. Meistens ist das nicht so dramatisch und die kann ich kompensieren, beziehungsweise die stören mich nicht allzu sehr. Aber ein, zwei Mal habe ich schon versucht, dann den Bereich da hinten so ein bisschen unter mich drunter zu krempeln, um eben weniger Luft aufheizen zu müssen. Ja? Aber auch das andere Extrem gibt es. Ist der Schlafsack nämlich zu eng, ja? Dann ist es beim Kunstfaserschlafsack, hier gibt es jetzt wieder Unterschiede zwischen Daune und Kunstfaser, nicht ganz so schlimm. Da drückt man halt von innen das Material nach außen von seinem Schlafsack und drückt sich die Isolationsschicht so ein bisschen platt. Damit isoliert die ja bekanntlich immer noch, wie eine Wolldecke, die man ein bisschen zusammendrückt. Aber nicht mehr ganz so gut. Hängt auch sehr davon ab, wie warm ist der Schlafsack und bei welchen Temperaturen penne ich draußen. Befinde ich mich im Grenzbereich meines Schlafsacks, also dem Komfort-Limit-Temperatur, die da immer draufsteht, dann spielt das sehr wohl eine Rolle. Bin ich oberhalb der Komfort-Temperatur, dann ist das schnurzpiepegal. Ja? Bei einem Daunenschlafsack ist das Zusammenquetschen der Füllung noch viel wichtiger, weil wenn ich die Füllung zusammenquetsche, weil mir das Ding zu eng ist und ich allein durch meine Anwesenheit da drin von innen nach außen mir das Material zusammendrücke, dann habe ich überhaupt so gut wie gar keine Isolation mehr und friere. Ja? Also, zu enger Schlafsack, auch blöd. Das Optimum ist körpernah anliegend, aber eben nicht zu eng. Und dann hängt es noch davon ab, das ist auch nochmal wichtig, was für ein Schlaftyp man ist. Wenn man jemand ist, der die ganze Zeit hin und her rollt im Laufe der Nacht, dann wird man bei einem engen Schlafsack früher oder später irgendwann mal diverse Schichten vom Schlafsack mal zusammenquetschen und kriegt dann eine kalte Stelle. Davon kann man dann eben entsprechend aufwachen unter Umständen, weil man zum Beispiel die Knie anwinkelt. Ja, der Schlafsack ist ja dafür ausgelegt, dass man da lang drin liegt und Knie anwinkeln. Die meisten Schlafsäcke, außer sie sind sehr weit geschnitten, lassen das nicht zu, dass man da großartig viel die Knie anwinkelt. Dann wird man mit den Knien die Füllung zusammendrücken, ja, indem sie hier durchstechen und dann hier quasi die Füllung zusammendrücken. Hier ist sie jetzt sehr komprimiert, hier, wo ich durchsteche, und dann kriegt man kalte Kniescheiben schlicht und ergreifend. Auch ein Phänomen, das bei mir relativ häufig vorkommt, weil ich Seitenschläfer bin und dann gerne die Knie ein bisschen anwinkel. Ja? Also das spielt auch nochmal eine Rolle. Dann muss man eben notgedrungenen Schlafsack nehmen, der irgendeinen Kompromiss zwischen weit genug, dass man nicht dauernd kalte Stellen bekommt, weil man die Isolation zusammendrückt, und noch nicht so weit, dass man ihn nicht mehr aufgeheizt bekommt, finden. Das ist dann gar nicht so leicht. Darum bin ich mir mit diesem sehr glücklich, weil der mehr oder weniger tatsächlich diesen Kompromiss darstellt, aber auch nur mehr oder weniger, weil im Schulterbereich passt er mir perfekt. Da ist er genau so breit, wie ich sein muss, um ihn perfekt aufheizen zu können. Ich kriege also hier oben im Schulterbereich, ne, im Brustkorbbereich, da kriege ich immer sofort, wenn ich da drin liege, gleich ein super mollig warmes Gefühl. An den Beinen, an den Knien insbesondere, da ist er mir zu weit, dafür habe ich zu dünne Beinchen oder was auch immer. Und da dauert es viel, viel, viel länger, bis mir im Kniebereich da wärmer wird. Ja, also gerade so Kniebereich ist so der Knackpunkt. Die Fußbox wiederum, die ist recht eng geschnitten und ich habe nicht die kleinsten Füße. Die habe ich dann auch wieder viel schneller warm. Da könnt ihr auch mal bei euch so ein bisschen drauf achten mit verschiedenen Schlafsackmodellen, wenn ihr schon welche besitzt, rumexperimentieren, um für euch ein bisschen herauszufinden, wie muss denn mein idealer Schlafsack für mich persönlich entsprechend geschnitten sein. Ja? So. Nochmal zum Thema Isolation zusammenquetschen. Das tut man automatisch auf dem Rücken, logischerweise. Ja, da auf dem Material vom Schlafsack, der geht ja rundum, um den gesamten Körper. Hier ist die Rückseite und die liegt man automatisch platt, wenn man jetzt Rückenschläfer ist. Puff. Da kommt jetzt nochmal ein essentieller Unterschied zwischen Daunen- und Kunstfaserschlafsack zum Tragen, nämlich wenn du beim Kunstfaserschlafsack die Isolation platt drückst, wie gesagt, dann ist sie halt platt, aber immer noch dicht und wärmt immer noch ein bisschen nach unten. Es gibt also durchaus Situationen, wo man in so einem relativ warmen Kunstfaserschlafsack im Herbst zum Beispiel bei so 8 Grad oder was, da habe ich schon ganz oft Leute quasi ohne Isomatte in dem Ding pennen sehen, inklusive mir selbst. Das ging ganz gut, weil nach unten und je nachdem, wenn man noch einen schön isolierenden Waldboden hat, das klappt dann ganz gut, weil man hat ja noch den zusammengepressten Schlafsack als zusätzlichen Isolator nach unten. Ja, das ist jetzt nicht besonders bequem, aber nicht unbedingt kalt.
Bei einem Daunenschlafsack, musste ich mal in einer sehr kalten Nacht feststellen, ist die Isolation nach unten. Das hier ist auch wieder die gesamte Bauschkraft. Ne? Nur, dass ihr nochmal hier so, das Daune, das, wenn man es flach legt, Kunstfaser. Ja, so ungefähr. Ja? Also ist schon ein Unterschied. Ja? So, jedenfalls, wenn du Daune unter dir zusammendrückst, dann isoliert die gar nicht mehr. Die Isolation nach unten in einem Daunenschlafsack ist also, oder so gut wie gar nicht mehr, ist also 100% von deiner Unterlage abhängig. Da hat man dann im Idealfall eine warme Isomatte, dann ist einem nach unten auch warm. Hat man keine warme Isomatte nach unten, dann ist einem nach unten kalt. Dann kann der Schlafsack egal wie dick sein. Und das ist auch dahingehend interessant, dass du einen minus 20 Grad Daunenschlafsack nehmen könntest und dich bei 0 Grad meinetwegen irgendwie auf den Boden legen, ohne Isomatte. Nur auf eine dünne Plane meinetwegen, und die wird unten von unten trotzdem kalt sein, auch wenn dein Schlafsack eigentlich für erheblich krassere Temperaturen ausgelegt ist, weil du die Isolation zusammendrückst, beim Daunenschlafsack. Ja? Also, zusätzliche Bodenisolation in Form einer Isomatte mitschleppen ist beim Daunenschlafsack viel wichtiger und wirklich essentiell als bei dem hier oder anderen Kunstfaser- oder Wollschlafsäcken, so ist es. das habe ich auch dahingehend gemerkt, dass meine alte Isomatte, die ich meine Zeit lang wirklich gerne benutzt hatte und mit der ich immer glücklich und zufrieden war, mit diesem Schlafsack auch bei minus was weiß ich was, noch mit einer ganz dünnen anderen Isomatte, die ich da noch drunter gelegt habe, bei minus 11 oder war das, glaube ich mal, da war die immer noch super warm. Nach unten überhaupt keine Kälte, gar nichts, ja, alles gut. Bei minus 4 mit einem Daunenschlafsack habe ich erbärmlich nach unten gefroren und habe richtig gemerkt, wie die Kälte durch meine Isomatte durchzieht, weil die zusätzliche Isolation durch den Schlafsack halt quasi null beträgt. Also, das ist ein Phänomen, das man nachvollziehen kann, das auch andere Leute feststellen, nicht nur ich. Und das sind jetzt alles zusammen, was ich jetzt erzählt habe, sind so die Grundwirkmechanismen, die man beachten muss, wenn man mit dem Schlafsack übernachtet. Ja, das sind so wirklich die Basics. Das sind die Regeln, wie es im Schlafsack warm wird. So, für den Schlafsackkauf, mal abgesehen davon, dass man den eben anprobieren muss und die Passform passen muss, also nicht einfach sagen, das ist auf Internet-Reviews hören, das ist ein cooler Schlafsack, weil was auch immer, und dann bestellt man sich den im Internet und dann passt der einem halt eben nun mal nicht richtig und dann schläft man da auch nicht gut oder nur zu kalt drin. Das ist ein ganz häufiges Phänomen, das jetzt eben im Internetalter vorkommt. Schlafsäcke zusammen mit Rucksäcken und Schuhen sind die drei Ausrüstungsgegenstände, die man vielleicht nicht unbedingt, es sei denn, man kauft sie zum zweiten Mal, weil der alte langsam mal irgendwann aufgebraucht ist und man war immer zufrieden damit und will jetzt nochmal so ein Ding haben, sollte man vielleicht wenig im Internet bestellen, weil man eben die Dinger vorher anprobieren muss. Schuhe müssen passen, Rucksäcke müssen passen, Schlafsäcke müssen passen, alles andere, ja, da kann man davon ausgehen, dass wenn man normalerweise XL als Jacke trägt, einem eine XL in den meisten Fällen dann auch passen wird, wenn man sie im Internet bestellt hat und ja, ne? Das also ganz, ganz, ganz wichtig. Nicht drauf hören, das ist ein guter Schlafsack, jenes ist ein guter Schlafsack. Das ist immer dann ein scheiß Schlafsack, wenn er dir nicht passt. Und wenn er dir passt, dann ist er wahrscheinlich viel besser als ein, was weiß ich, wie toller und teurer Schlafsack, der dir nicht passt. Ja, das mitnehmen, das ganz wichtig. So, dann haben Schlafsäcke immer ein lustiges Etikett drin. Also nicht immer, die militärischen haben es nicht. Irgendwelche hochpreisigen Super-Down-Schlafsäcke haben es auch nicht, weil da andere Regeln irgendwie gelten, scheinbar in dieser Preisklasse. Aber die meisten Stangenschlafsäcke, die man so bekommt, die haben ein Zettelchen drin eingenäht, wo drauf steht, oder es hängt dran, da steht dann drauf, Komforttemperatur 10 Grad, Limit, 0 Grad und extrem minus 14. Ja? Oder es steht nur Komfort und Komfortlimit drauf und extrem hat man sich gespart. Extrem ist tatsächlich auch völlig für den Eimer. Das gibt an, bis zu welcher Temperatur man ohne größere Organschäden da drin überdauern kann. Schlafen kann nicht die Rede sein, du hockst da drin und zitterst und frierst und fühlst dich erbärmlich, aber es wird dir unterstellt, dass du keine allzu größeren Schäden davon trägst und dann noch gerade so irgendwie überlebst. Ja, also das kannst du ignorieren, dieser Wert, den interessiert kein Mensch, weil das will man nicht, so eine Nacht.
Das will man nicht. So, Comfort Limit, da hängt es davon ab. Das ist so konzipiert bei den modernen Schlafsäcken, die den aktuellen Zettel drin haben. Da gab es früher noch ein anderes System, dass der Durchschnittsmann, ich glaube, der ist 1,75 und wiegt 80 Kilo, irgendwie sowas um den Dreh, zu dieser Temperatur noch nicht friert. Ja, dieser Durchschnittsmann hat ein durchschnittliches Kälteempfinden für einen durchschnittlichen Mann mit diesen Werten. Man muss im Laufe seiner Outdoor-Aktivitätsphase mal lernen, ob man selber der Durchschnittsmann ist, ob man besser ist als der Durchschnittsmann, sprich auch bei niedrigeren Temperaturen, als dieser Durchschnittsmann im Schlafsack pennen kann, oder ob man eben etwas mehr Wärme benötigt als der Durchschnittsmann. Das lernt man im Laufe der Zeit. Ich persönlich ich möchte an die Limittemperatur inzwischen ungern rangehen. Als ich noch heizender Teenager gewesen bin, ja, also so mit Mordstoffwechsel, da konnte ich noch etwas unter der Komfort-Limit-Temperatur pennen. Inzwischen habe ich gerne 1-2 Grad mehr und möchte die nicht ganz ausreizen. Das ist so mein persönliches Empfinden bei den allermeisten Schlafsäcken, in denen ich bisher so drin gelegen habe. Gut. Und dann gibt es eben diese Komforttemperatur. Da sollte sich bis zu dieser Temperatur sollte sich der Mann in jedem Fall super wohlfühlen, auch wenn er zum Beispiel ein bisschen kränklich ist, ein bisschen abgekämpft, nicht so viel gegessen hat, sollte es bis zu dieser Temperatur eigentlich kein größeres Problem sein, sich im Schlafsack wohlzufühlen. Oder die Durchschnittsfrau, die ist glaube ich 1,65, wiegt 60 Kilo und hat ein durchschnittliches Wärme- oder Kälteempfinden. Irgendwie so. Ja, also Gleiche gilt also auch für Frauen. Ihr müsst herausfinden, ob ihr bei der Durchschnittsfrau mitgeht. Passt das so? Habt ihr das Kälteempfinden der Durchschnittsfrau, indem ihr ein paar Schlafsäcke ausprobiert habt? Und wenn es ungefähr so hinkommt, dann passt das. Wenn ihr deutlich wärmer schlaft als die Durchschnittsfrau, dann könnt ihr euch schon fast bei der Komfort-Limit-Temperatur der Männer irgendwo einreihen. Und wenn ihr halt etwas verfroren seid, das kommt auch mal hin und wieder vor, dann braucht ihr ein paar Grad mehr als die Komfort-Limit-Temperatur. Und da ist dann eure persönliche Grenze, bis was ihr dann eben mit so einem Schlafsack noch draußen pennen könnt. Da ist das Leben relativ unfair, weil damit muss Frau einen schwereren Schlafsack im Regelfall mitschleppen, um gleich gut zu schlafen wie Mann. Ja, böse Biologie in dem Fall. Ja, also das sind so grobe Werte, so ganz grob sowas um den Dreh. Also eine Comfort-Limit-Erfahrungswerte, die ich so habe, bei den meisten Frauen, die ich so kenne, Comfort-Limit ein paar Grad minus, so minus 5 oder sowas. Das reicht den meisten Frauen bis circa 0. Outdoor-Frauen, ja, Frauen, die gar nicht draußen pennen, habe ich keine Erfahrungswerte zu, die kenne ich nicht. Beziehungsweise mit denen weiß ich nicht, was die machen würden, die haben so eine Situation noch nie erlebt, die ich da kenne. Und Mann beim gleichen Schlafsack, ich würde schon sagen, der geht noch so 2, 3, 4 Grad tiefer, je nach Mann. Und wir gehen davon aus, dass der Schlafsack einigermaßen passt, so von der Statur und so weiter und so fort. Dann kommt das ungefähr hin. Wichtig! Diese Werte beziehen sich immer auf eine ausgeruhte und gesunde Person, diese Richtwerte. Wenn man nicht ausgeruht und nicht gesund ist und nicht vorher ordentlich was zu Abend gegessen hat, dann sind die Werte höher. Also sprich weniger niedrig, wenn wir in den negativen Bereich entsprechend gehen. Ja? Das ist ganz, ganz entscheidend und ich kann zum Beispiel von meiner Schwedentour berichten. Da habe ich so die ersten Nächte, da hatte ich den hier dabei, ja, ich habe geschleppt. Das muss man nicht, wirklich nicht tun, aber ich habe es gemacht und es hat funktioniert. Das kann man schon machen, ne? Das ist nicht optimal, aber kann man machen. Und die ersten Nächte habe ich super warm da drin gepennt, war überhaupt kein Problem. Und dann kamen später ein paar Nächte, wo wir auf die 0 Grad zugegangen sind. Und das Ding ist ja normalerweise, wie gesagt, ich habe auch bei minus 12 da schon drin geschlafen. Gerade noch so geschlafen, ja. Aber bei ein paar Grad minus normalerweise überhaupt kein Problem. Aber am Ende einer 14-tägigen Outdoor-Tour. Bei mir ist es jedenfalls so, dass ich nach 14 Tagen erstens erschöpft bin, zweitens müde und drittens im Schlafsack deutlich mehr Wärmereserven benötige. Also wenn hier minus 15 draufsteht oder Komfort minus 7, minus 8, irgendwie sowas, dann funktioniert der für mich auch nur noch bis minus ein paar.
auch nur noch bis minus 2, minus 1, sowas um den Dreh, wo ich noch wirklich gemütlich schlafe und danach wird schon ungemütlich. Also wenn man ausgelaugt ist und wirklich keine Kraft mehr hat, die Wärmequelle in einem Schlafsack ist ja der eigene Körper. Und wenn der nicht 100% so funktioniert, wie man das gewöhnt ist, dann hat man auch nicht so viel Heizung wie eben im Optimalzustand. Das sollte man also auch immer im Hinterkopf behalten. Und gerade wenn man eine längere Tour plant, den Schlafsack ein bisschen großzügiger wählen, also ein bisschen wärmer, als wirklich die Temperatur ist, die man zu erwarten hätte, weil man kann ja auch mal wirklich eine schlechte Nacht haben, sich schlecht fühlen, man kann unterwegs mal eine Erkältung bekommen und so Leute frieren dann ganz schnell mal in einem nicht warm genugen Schlafsack. Da habe ich auch schon auf Gruppentouren das eine oder andere erlebt in dieser Hinsicht. Also nicht ich persönlich, aber dann hatten wir wirklich arme Leute, die dann richtig gefroren haben, wo man dann schauen musste, dass man denen noch jedes zusätzliche Textil über so drüber legt, was man irgendwo noch auftreiben konnte. Also Personen in Schlafsack und über den Schlafsack drüber noch Pullovers, Jacken und so weiter. Ja. Nächster Punkt. Lagerung und Pflege. Grundsätzlich ein Schlafsack, wenn man ihn in dieser Form irgendwo hinlegt, hier hinter mich zum Beispiel auf die Bank, vor der ich sitze, dann ist er wunderbar nicht komprimiert gelagert. Das ist die beste Art und Weise, ihn zu lagern. Man kann ihn auch über einen Kleiderbügel in den Kleiderschrank hängen. Man kann ihn zwischen zwei Kleiderschränke hängen. Hauptsache ist, wenn man ihn hängt, dann wird er zumindest da, wo er hängt, ja auch wieder ein bisschen komprimiert. Deswegen gemütlich hinlegen irgendwo. Das bisschen, was er dadurch sein Eigengewicht komprimiert wird, das ist relativ egal. Also hat man zum Beispiel ein Gästebett, dann kann man da wunderbar, wenn keine Gäste da sind, die Schlafsäcke drauf stapeln, die man so hat. Da liegen sie ganz gut. Ne? Man muss den untersten immer mal wieder durchrotieren, weil der hat ja wieder Gewicht und wird komprimiert. Ist nicht ganz so wichtig. Ja? Das gilt für Kunstfaserschlafsäcke sogar ein kleines bisschen mehr als für Daunenschlafsäcke. Wenn es sich um sehr, sehr hochwertige Daune handelt, sehr, sehr hochwertige Daune kann man sehr viel und sehr oft komprimieren. Die geht immer wieder in ihren Ausgangszustand zurück. Sehr hochwertige Daune. Billigere macht das dann irgendwann nicht mehr ganz mit. Kunstfaserschlafsäcke haben die kürzere Lebenserwartung. Die kosten auch viel weniger Geld, aber dieses Kunstfasermaterial, dem seine Bauschkraft, das hat ja auch eine gewisse Bauschkraft, die lässt relativ schnell nach. Und wenn das der Fall ist, dann erreicht der Schlafsack nicht mehr die Temperaturwerte, also die Isolationswerte, die er gehabt hat, als er noch neu gewesen ist. Aber wenn die Bauschkraft des Isolationsmaterials irgendwann wirklich völlig im Eimer ist, dann hat man immer noch die Dichte des Isolationsmaterials. Also ein Kunstfaserschlafsack mag irgendwann nicht mehr ganz so warm sein wie neu. Aber er ist dann nicht nutzlos, sondern aus einem 3-Jahreszeiten-Schlafsack wird halt ein Früh-bis-Spätsommer-Schlafsack. Ja, also schon nicht nur die ganz heißen Tage, sondern auch noch in den Herbst rein, in den ausgehenden Frühling rein. Da kann man den noch wunderbar einsetzen und muss den nicht wegschmeißen. Also das ist überhaupt kein Grund. Man kann dann sogar eben, indem man solche Schlafsäcke weiter für sowas einsetzt, seine hochwertigeren Schlafsäcke ein bisschen schonen. Wenn man die nicht ganz so oft waschen möchte beispielsweise, dann ist das eine gute Möglichkeit, dann da auf diesem Weg einen Übergang Schlafsack zu haben, gerade wenn es aufs Gewicht nicht so sehr ankommt. Das mache ich mit fast all meinen alten Schlafsäcken, dass ich die immer mal wieder zwischendurch benutze, wenn es aufs Gewicht nicht so sehr ankommt. Jetzt zum Beispiel haben wir auf dem Acker 2 Nächte gepennt, zum gemütlichen Grill und auf dem Acker pennen Party. Und also Party ist jetzt zu viel gesagt, ja, einfach gemütliches Beisammensein. Kleine Gruppe, keine Sorge, Infektionsschutz und alles war gewährleistet. Also wir waren noch viel, viel, viel kleiner als die Angaben, die zurzeit diskutiert werden von der Regierung. Aber jedenfalls, da kann man dann problemlos auch einen 2,1 Kilo Rucksack ins Auto schmeißen, in den Kofferraum schmeißen, da hätte ich auch noch einen viel schwereren mitnehmen können. Das ist ja völlig wurscht. Ich muss ihn ja nur einmal schnell von Auto zu Schlafplatz, das sind 100 Meter oder sowas, tragen. Das ist dann wurscht. Und da kann man dann auch gerne mal noch einen alten austragen. Also das ist wichtig. Ein Kunstfaserschlafsack, wenn er alt ist, der ist nicht kaputt, der ist bloß weniger warm als neu und er bekommt eine andere Anwendungsebene
als er vorher vielleicht gehabt hat. Ja, wenn man den wäscht, dann kann sich die Situation noch mal ein bisschen verbessern. Achtung, spezielle Schlafsackwaschmittel nach Möglichkeit verwenden. Man kann auch hinterher den Trockner schmeißen, man kann die Luft trocknen. Das ist bei Kunstfaser nicht ganz so essentiell. Man kann selbstverständlich auch in die Wäscherei geben. Es gibt auch Spezialwaschfirmen, die eben sich auf die Schlafsackreinigung spezialisiert haben. Wenn es ein teurer Schlafsack war, mag einem das vielleicht hin und wieder mal so viel Geld wert sein. Ja, das sind so die Möglichkeiten, aber wichtig, wichtig, wichtig. Man sagt immer, die sind schnell kaputt. Nee, die sind schnell. Was heißt schnell? Schnell ist relativ. Es hängt davon ab, wie viel man drin pengt. Ja, der wird nicht durch Rumliegen schlechter. Jedenfalls nicht, wenn er vernünftig gelagert wird, sondern der wird schlechter durch Feuchtigkeit, Salz in Form von Schweiß, was da eingetragen wird, durch Abrieb der Materialien, durch häufiges Komprimieren und wieder Entlasten, Komprimieren und wieder Entlasten, durch langes Komprimiert lassen, weil dann die Elastizität der Fasern, die hier drin sind, nachlässt, durch Nutzung auf gut Deutsch, nicht durch Lagern. Bei Lagern wird er, wenn man ihn richtig lagert, nicht schlechter. So, zum Daunenschlafsack. Den soll man logischerweise nach Möglichkeit auch relativ locker lagern. Auch da würde ich sagen, wenn man den aufs Gästebett drauflegt, locker, ist das sicher das Optimum. Irgendwo hinhängen geht auch. Und bei Daunenschlafsäcken wird fast immer ein Aufbewahrungssack mitgeliefert. Ich zeige euch mal einen. Der natürlich vom Packmaß her jetzt zum Rein zum Mitnehmen ein bisschen groß ist, aber das ist so die Größe von Sack, wo man den Schlafsack drin aufbewahren kann, die vom Hersteller empfohlen wird. Die hätten ja problemlos einen noch größeren Sack nehmen können. Das machen sie im Regelfall nicht und garantieren, wenn man hier drin den Schlafsack aufbewahrt und den Sack jetzt nicht zusätzlich noch irgendwo komprimiert hinquetscht. Ja? Also schon dann auch locker lagern, dann ist der Schlafsack da drin bis in alle Ewigkeit gut aufbewahrt. In diesem Fall ist das jetzt ein Quilt und kein Schlafsack, aber das tut jetzt gerade gar nicht unbedingt so viel zur Sache. Ne? Das also die Sache mit dem Aufbewahrungssack bei Daunenschlafsäcken fast immer der Fall. Natürlich kann man sich auch für einen Kunstfaserschlafsack einen Aufbewahrungssack selber machen, einen dazu kaufen, einen anderen Sack dafür verwenden. Sollte kein Müllsack sein, sondern eher ein Baumwollsack, damit er die Luft durchzirkulieren kann. Auf keinen Fall eine Plastiktüte oder sowas. Ja, Thema Komprimierung. Wenn man den Schlafsack komprimiert, sollte man ihn immer so wenig komprimieren wie möglich. Hat man also einen sehr großen Rucksack dabei und da passt der Schlafsack locker rein, dann macht man ihn auch locker rein. Da muss man ihn nicht zusammenquetschen bis zum geht nicht mehr. So gesehen ist ein bisschen größerer Rucksack dabei, haben etwas schlafsackfreundlicher. Ein hochwertiger Schlafsack kann aber auch, und gerade im Fall von Daune, die ja extrem leicht und gut zu komprimieren ist, kann der auch komprimiert werden. Das ist ja ein Teil seiner Verwendungszwecks. Dafür ist er ja da. Und das darf man dann auch tun, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ich persönlich, das auch wenn der Hersteller das mitunter anders angibt, mache mir immer Sorgen, wenn ich meinen Daunenschlafsack über sehr lange Zeiträume sehr stark komprimieren muss, weil er anders nicht in einen eher kleinen Rucksack reinpasst. Dass man, wenn man schon einen Daunenschlafsack besitzt, wahrscheinlich auch einen eher kleinen Rucksack besitzt, weil man ja einen Daunenschlafsack besitzt, damit man nur einen kleineren Rucksack braucht, weil der so gut komprimierbar ist, ist halt nun mal relativ realistisch. Hat man trotzdem einen Daunenschlafsack in einem sehr großen Rucksack, dann kann man ihn auch wieder sehr luftig und locker lagern. Also zum Beispiel hier bei diesem Ding, da habe ich schon Übernachtungen gemacht, da habe ich den gar nicht mit dem Packsack mitgenommen, sondern nur mit dem Aufbewahrungssack, weil er allein mit dem Aufbewahrungssack, wenn man den noch ein kleines bisschen komprimiert, dann immer noch gut in einen großen Rucksack tatsächlich reinpasst. Ja, den kannst du auf so ein Packmaß irgendwie runterquetschen, wenn du das willst. Ja. Aber ja, der hat ungefähr 1 Liter Volumen im komprimierten Zustand. Muss ja aber nicht sein. Und gerade bei Daunenschlafsäcken wäre ich da vorsichtig, weil einem dann möglicherweise, wenn ein bisschen Feuchtigkeit im Schlafsack drin gewesen ist, die Daune verklumpen kann. Das will man natürlich nicht. Bei Kunstfaser ist Komprimieren in jedem Fall immer schlecht, weil halt eben die Fasern hier drin brechen können, die Fasern sich dann an Elastizität verlieren, sich nicht mehr so gut aufbauschen. Also jedes Komprimieren eines Kunstfaserschlafsacks macht ihn nicht unbedingt besser, sage ich jetzt mal. Ja, und die Regenerationsfähigkeit der Faser, die ist sicherlich gegeben, aber irgendwann wird hier mal eine Knickstelle sein, da mal eine Knickstelle sein, da mal eine Knickstelle sein. Das gibt es bei Daune so, bei der hochwertigen nicht.
Die hat keine Soll-, Knick-, Bruch- oder sonst was Stellen, sondern wird sich fast über einen, auch einen sehr langen Zeitraum eben jedes Mal wieder voll ausbauschen, sofern man den Schlafsack hin und wieder mal wäscht. Das bringt uns zum nächsten Punkt, nämlich Wäsche. So, und das kann ich relativ schnell abhandeln, weil bei einem Kunstfaserschlafsack, Schlafsack, Waschmittel kaufen in die Waschmaschine, schmeißen, damit waschen, fertig. Schön irgendwo zum Trocknen aufhängen, wo es gut belüftet ist, damit er auch ja gut austrocknet, fertig. Ja, wenn man trocken hat, kann man da reinschmeißen, dann soll man angeblich noch ein paar Tennisbälle dazu machen, damit das ein bisschen luftiger und lockerer funktioniert und das Material auseinander getennisballt wird und alles ein bisschen lockerer und fluffiger wird. So, kann man machen, macht nichts. Weiß ich nicht, ne? Hab keinen Trockner. Hab so ein Ding jetzt dreimal in meinem Leben verwendet. Alle dreimal war auf einem Campingplatz in Fort William, Großbritannien, Schottland. Von daher kann ich zu Trocknern nicht allzu viel sagen. So, bei Down-Schlafsack, meiner Meinung nach, wenn das ein hochwertiger ist und du das Geld hattest, dir einen 500-Euro Down-Schlafsack zu kaufen, dann kannst du dir hin und wieder auch eine professionelle Reinigung leisten. Ja, würde ich niemals selber machen. Ich persönlich. Ja? Andere Leute mögen das vielleicht anders machen, aber ich kann hier nur meine Meinung und meine Erfahrung wiedergeben. Und wenn man sich einen Down-Schlafsack kauft, für mich war es aus ethischen Gründen, dazu hatte ich erst neulich was erzählt, deshalb will ich das relativ kurz fassen, immer wichtig, dass das, worin ich schlafe und mich wohlfühlen möchte, da möchte ich nicht nur drüber nachdenken, ob man die Gans gequält hat, der man die Daune entrissen hat, die jetzt in meinem Schlafsack steckt. Und darum nehme ich da lieber hochwertige, bei denen ich weiß, dass die Daune aus ethisch-moralisch vertretbaren Quellen kommt und nebenbei bemerkt auch die Qualität eben entsprechend hervorragend ist. Ja. Für mich persönlich. Natürlich muss man das nicht so machen. Das ethische Problem muss man dann halt irgendwie mit sich selber ausmachen. Günstigere Down-Schlafsäcke können aber auch von der Qualität der Daune her ganz gut bis hin zu sogar sehr gut entsprechend sein. Ja, wie bei vielen Ausrüstungsgegenständen gilt auch bei Schlafsäcken. Zahlt man mehr Geld, wird, je teurer das Ding wird, zwischen einem 400 und einem 500 Euro Schlafsack eher nur noch eine Nuance besser. Ja? Und diese Nuance, da können ganz viele Leute sicherlich drauf verzichten. Zwischen einem 100 und einem 200 Euro Schlafsack, da tut sich noch etwas mehr. Zwischen einem 30 und einem 100 Euro Schlafsack, da tut sich sehr, sehr viel. Oder zwischen einem 30 und einem 200 Euro Schlafsack. Da gibt es dann schon massive Unterschiede in der Qualität. Aber leider leben wir halt eben jetzt auch in der Zeit, in der China alles Mögliche gar nicht mal so schlecht und gar nicht mal so teuer produziert inzwischen. Und deswegen will ich mich nicht so weit aus dem Fenster hängen und behaupten, dass günstige Schlafsäcke per se immer scheiße sind. Es kommt auch sehr darauf an, was man damit überhaupt vorhat. Wenn man ohnehin nicht nach Grönland möchte, meinetwegen, dann und nur in Deutschland unterwegs sein möchte oder noch schlimmer in Italien und nicht unbedingt in die Alpen hoch, das ist nochmal ein anderes Thema. Was heißt schlimmer? In Italien ist natürlich selbstverständlich, darf man in Italien wandern gehen, ist in keinster Weise schlimm. Ja, Griechenland. Sucht euch was aus, ja, wo es ohnehin nicht besonders kalt wird. Ab und zu schon mal ein bisschen, aber jetzt nicht so bolle kalt. Da kann man logischerweise dann auch einen günstigen Schlafsack, meinetwegen den Lidl-Schlafsack, den Aldi-Schlafsack oder sonst was verwenden und auch damit ganz gut pennen, je nachdem, was man vorhat. Wie gesagt, da ist das völlig in Ordnung und da will ich jetzt auch niemanden ankacken, der nicht 500 Euro für seinen Schlafsack ausgegeben hat. Absolut nicht. Ja, grundsätzlich gilt, Preis Leistung wird umso beschissener, je teurer der Schlafsack wird. Und ich möchte da niemandem aufhalten, sich jetzt einen ganz teuren zu kaufen. Nichtsdestotrotz kann man in diesem Ding wunderbar schlafen. Ja, absolut. Kann man, ja. Also, ich bereue nichts. Aber muss jeder für sich selber wissen. Will ich ja auch gar nichts verkaufen, in keinster Weise. Habe übrigens, außer zu diesem Ding, ne, der ist halt eben super kontrovers und den kennen eh viele Leute. Ich habe noch nicht mal gesagt, wo. Das ist ein Western Mountaineering, habe ich noch gar nicht, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Gut, ja, das war Wäsche und Lagerung, beziehungsweise eben die Geschichte mit dem Komprimieren im Rucksack. Bleibt das Thema Feuchtigkeit. Das ist ja auch was. Grundsätzlich hat man früher gesagt, wenn du Angst vor Feuchtigkeit haben musst, weil du wohin gehst, wo es feucht ist, dann Kunstfaser. Wenn du keine Angst vor Feuchtigkeit haben musst, dann Daune. Ist zumindest dann besser.
ist halt immer noch sehr teuer und deswegen kann man dann trotzdem auch Kunstfaser nehmen, aber grundsätzlich spricht dann wenig gegen Daune. Das ist heutzutage schon grob immer noch richtig, aber die Grenzen der Daune sind etwas erweitert worden. Das war früher so, da konnte man sagen, man nimmt den Daune mit auf eine Wintertour, da hast du keinen Regen, da hast du allenfalls Schnee, da hast du relativ trockene Luft, da trocknet der Daunenschlafsack auch recht schnell, wenn man am nächsten Morgen aufsteht. Das klappt ganz gut im Winter, eigentlich kein größeres Problem. So, in einem verregneten Sommer, in einem Land, in dem es viel regnet, Norwegen, Schottland beispielsweise, Westküste von irgendwo, wo es viel regnet, Monsumregenwald, ja, da wäre nach wie vor, da braucht man sowieso nicht unbedingt einen Schlafsack, aber okay. Jedenfalls solche Ecken, da dann eher vielleicht Kunstfaser. So, und wenn es so richtig extrem nass zu werden droht, dann hat Kunstfaser definitiv die Berechtigung und dann ist Kunstfaser sicherlich für so richtig, richtig nasse Ecken eine gute Wahl und eine vernünftigere Wahl, wenn man es dann schleppen kann und auch bereit ist, das dann eben entsprechend zu tun. Aber die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Daune ist viel weniger ein Thema, als es früher mal ein Thema gewesen ist, weil erstens, die Daunen werden immer hochwertiger. Und im Fall von diesem Schlafsack, der hat unbehandelte Daunen drin, aber von der, also nicht unbehandelt, von der ganz eingefettete Daune, weil man für diese Schlafsäcke nur Daune verwendet, die von Gänsen stammen, die sie sich selbst ausreißen, um damit ihr Nest auszupolstern für ihre Küken. Und diese Gänsendaune, die sie da verwenden, die ist vorher eben entsprechend auch mit dem guten Gänsefett, und das hält sehr, 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 sehr lange, imprägniert, auch damit es dem Küken gut geht und die Gans eben, wenn sie auf dem Wasser unterwegs ist, nicht allzu schnell nass wird, ne? Oder gar nicht, um genau zu sein. Aber daran ist weniger die Daune, sondern mehr das Deckefieder schuld. Aber egal. Jedenfalls, die wird von der Gans ganz imprägniert und das führt dazu, dass eine sehr hochwertige Daune, die sich die Gans freiwillig eben ausgerissen hat, hervorragende Feuchtigkeitsresistenzeigenschaften von Natur aus aufweist. Die Gans ist ein Wasservogel. Wenn deren Daune extrem feuchtigkeitsempfindlich wäre, dann wäre sie schon ausgestorben, weil so eine blöde Kombination funktioniert evolutionär nicht auf Dauer. Das heißt, man muss sich da nicht allzu viel Sorgen um hochwertige Daune machen. Günstigere Daune, die verklebt recht schnell, wenn sie nass wird, aber dafür hat man inzwischen auch eine Lösung gefunden. Es gibt nämlich hydrophob ausgestattete Daune. Das wäre das hier, was dieser Schlafsack hat. Da ist man chemisch hingegangen und hat die Daunen mit einer wasserabweisenden Schutzschicht besprüht, ne, also mit dem Imprägniermittel. Da muss man aufpassen, es gibt da hochumweltschädliche und auch möglicherweise gesundheitsschädliche, bin ich mir ehrlich gesagt persönlich ziemlich sicher, dass sie das sind, aber ist noch nicht ganz abschließend geklärt, wie sehr und wie viel. Imprägniermittel, die man auf die Daune draufpacken kann, dann ist sie auch wasserabweisend und nimmt nicht so schnell Feuchtigkeit auf und ist für nasseres Wetter dementsprechend besser geeignet, aber halt eben auch nicht so schön. Es gibt auch gute entsprechende Mittelchen auf Wasserwachsbasis, ja, irgendwie so in diese Richtung geht's, und die sind auch umweltfreundlich und die sind zum Beispiel auf dieser Daune in diesem Schlafsack, diesem Quilt entsprechend drin und ja, na, das ist auch eine Möglichkeit, wie man sich weniger Sorgen drum machen muss, wenn der Schlafsack mal ein bisschen nass wird. Außerdem hat fast jeder hochwertige Schlafsack heutzutage eine oberflächenwasserabweisende Beschichtung. Das heißt, wenn da mal 2-3 Tropfen raufkommen, dann gehen die nicht sofort ins Schlafsackinnere, sondern perlen oben erstmal ab. Das hebt zumindest mal eine Zeit lang. Irgendwann wird sich diese Ausstattung bei einem alten Schlafsack ein bisschen verlieren. Dann ist er wieder etwas wasserempfindlicher. Aber ein neuer Daunenschlafsack ist da viel weniger empfindlich geworden, als das früher der Fall gewesen ist. Man muss natürlich noch aufpassen, wenn man sehr viel schwitzt im Schlaf, dann ist der Schlafsack am nächsten Morgen auch nass. In diesem Fall sollte man dann ihn auch wirklich morgens gut auslüften lassen, irgendwo zum Trocknen aufhängen, wenn das Wetter das zulässt. Sonst mindestens noch ein bisschen im Zelt, unterm Tarp, was auch immer, unter der Hängematte liegen, baumeln oder sonst was lassen, damit er noch ein bisschen durchlüftet und einfach dann nicht mehr ganz so nass ist, wenn man ihn komprimiert. Denn das Schlimmste ist, was man mit dem Daunenschlafsack antun kann, ist ihn im feuchten Zustand komprimieren. Wenn man ihn dann nämlich wieder rausnehmen
dann entfaltet sich da gar nichts. Ja, dann bleibt da flach, dann bleibt da zusammengeklebt und diesen Zustand behält die Daune ziemlich lange bei. Mitunter ist er dann vielleicht auch komplett kaputt. Man kann bei manchen Firmen die Daune separat nochmal waschen lassen. Da soll sie sich dann ganz gut regenerieren können nach so einem Ereignis. Und auf dem Weg ist der Schlafsack dann möglicherweise nochmal zu retten. Aber in vielen Fällen ist dann schlecht. Ja? So. Und je nachdem, wie viel Outdoor-Erfahrung man hat und je nachdem, wie gut man darin geworden ist, zu verhindern, dass der eigene Schlafsack nass wird, kann man halt mal eher riskieren, einen Daunenschlafsack, wo das wirklich zum Problem wird, mitzunehmen. Und wenn man jetzt Anfänger ist, dann kann man vielleicht, oder Anfänger und Chaot beispielsweise, dann kann man vielleicht sicherheitshalber die ersten 2-3 Jahre, die man Outdoor unterwegs ist, eher zum Kunstwasserschlafsack greifen, weil wenn der mal nass wird, dann trocknest du ihn schlimmstenfalls auch über dem Feuer und danach ist er wieder gut. Ja, also der ist da viel weniger empfindlich. Den sollte man nachts nass auch nicht unbedingt komprimieren, aber auch im nassen Zustand wärmt er auch noch ein bisschen. Der Daunenschlafsack wärmt gar nicht mehr, weil seine Isolation ist flöten und damit ist er komplett nicht mehr wärmend. Hier wärmt der ungefähr so sehr wie, ja, ein nasses T-Shirt auch noch eine gewisse Wärmefunktion hat und er trocknet auch erheblich schneller und im Laufe der Nacht, nachdem er nass geworden ist, man trocknet ihn dann auch durch die eigene Körperhitze dann wieder ein bisschen, je nachdem, also zumindest ein bisschen. Also die Situation ist nicht ganz so aussichtslos wie eben beim Daunenschlafsack. Auch nicht schön, bei weitem nicht schön. Ja, ich habe schon mal eine Nacht im nassen Schlafsack Kunstwasser in Schweden gepennt. Da war ich gerade 15 Jahre alt. Das hat mich dahingehend geprägt, dass ich seitdem Angst habe, dass mein Schlafsack nass wird. Das ist wirklich so meine große Angst outdoors. Ne? Nicht Wildschweine, nicht Wolf, nicht irgendwo runterfallen, dann, wenn ich Höhenangst kriege, habe ich ja. Aber, wenn es jetzt nicht gerade runterfallen ist, dann ist die Hauptbefürchtung draußen meinerseits, dass der Schlafsack nass werden könnte. Wer einmal eine Nacht im nassen Schlafsack erlebt hat, der kann das vielleicht nachvollziehen. Und drum war ich auch lange Zeit zögerlich mit der Verwendung von einem Daunenschlafsack. Ja, eben wegen, der könnte nass werden und dann ist alles scheiße. Bisher ist mir nichts dergleichen passiert. Bisher hat auch meine Körperfeuchtigkeit, Schweiß und so weiter und so fort mit dem Schlafsack nicht viel angerichtet. Der Hersteller hat beim Western Mountaineering gesagt, durchschnittlich circa alle 30 Nächte wäre meine Wäsche fertig. Hängt davon ab, ob du ein Inlet verwendest, ob du keins verwendest. Ich habe die Hälfte der Nächte, die ich jetzt drin gepennt habe, ungefähr eins verwendet, die andere Hälfte nicht. Jetzt hat er langsam mal die Wäsche nötig. Ich würde jetzt wirklich sagen, ich schicke ihn demnächst mal ein, damit er schön professionell gereinigt wird. Wie viele Nächte waren das jetzt? In meinem Fall 45, sowas um den Dreh. Vielleicht 50. Frau hat auch noch ein paar Mal drin gepennt, das habe ich jetzt mitgerechnet. Ja, das Thema Feuchtigkeit eben gewesen. Also man sollte sich nicht allzu verrückt machen mit der Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Daune. Man sollte es aber auch nicht ignorieren, dass dieser Faktor eben vorliegt. Und in Gegenden mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit vor allen Dingen hat man dann nur schlecht die Möglichkeit, morgens seinen Schlafsack richtig zu trocknen. Und wenn man das ein paar Tage in Folge immer die schlechte Möglichkeit hatte, seinen Schlafsack zwischendurch zu trocknen, dann kann man ihn sich schon ruinieren. Und da kann man also, wenn das Wetter wirklich einen den Schlafsack kaputt machen möchte, dann kann das passieren, insbesondere in Schottland oder Norwegen. Da hatte ich schon Aufenthalte und besonders Evelyn hatte auch schon mal was Entsprechendes erlebt. Dass das ihr Daunenschlafsack wirklich noch überlebt hat, es grenzt fast schon an ein Wunder, weil sie war da auch mit einem Daunenschlafsack unterwegs und es hat quasi jeden Tag über bestimmt 10 Tage lang hat es jeden Tag geregnet. Und da waren auch nicht besonders dolle Bedingungen, um den Schlafsack dann eben morgens immer noch zu trocknen, nachdem man drin gepennt hat. Ging, hat er überstanden, aber toi toi toi, das hätte auch schief gehen können. Gut, ich blicke auf die Uhr, ich habe keine Zeit mehr, ich habe noch einen Termin. Habe aber auch, glaube ich, im Wesentlichen alles gesagt. Wenn mir da noch was einfällt, dann mache ich noch einen kleinen Nachtrag in Voice-Over-Form. Und ansonsten wünsche ich euch was. Hoffe, ihr fühlt euch jetzt einigermaßen gut informiert zur Funktion und Auswahl von Schlafsäcken. Probiert ihn an. Nicht irgendwas kaufen, weil euch irgendwer erzählt hat, das sei gut, sondern ausprobieren, ob er euch auch passt. Das ist so vielleicht die wichtigste Botschaft. Bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.